Ich glaube, dass das nicht die richtigen Bezüge sind. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wir sind jetzt gleich auf dem Weg, um dieses Paket hier zur Schneiderin zu bringen, denn unsere Bezüge bekommen endlich einen neuen Schliff. Es wird, ihr habt es ja eh schon gesehen, es wird ganz anders dann ausschauen. So, wir haben jetzt alles abgegeben. Es wurde gleich alles mitgenommen. Hier auch einmal. Heute dreht sich alles um die Textilien hier, beziehungsweise ihr seht, gerade sind keine Textilien wirklich da. Die sind schon bei der Schneiderin, das heißt, das wird gerade alles schon gemacht. Die zeige ich euch dann, wenn sie da sind und natürlich auch das vorher, wie das vorhin ausgesehen hat. Jetzt werde ich aber mich mal ranmachen ans Ausmessen von den Vorhängen, denn ich möchte neue Vorhänge, das ist nichts. Ich habe da auch so einen bestimmten Stoff, den kann ich euch dann zeigen, sobald er angekommen ist. Aber ich werde das jetzt mal hier kurz ausmessen und das dann meiner Schneiderin schicken und die sagt mir dann, wie viel Stoff ich bestellen muss. Und ja, deswegen würde ich sagen, starten wir auch gleich mal hinein. Ich habe natürlich alles genauestens dokumentiert und sofort mit der Ausmessung der Gardinenstange oder mit dieser Vorrichtung halt begonnen. Und bei der Länge des Vorhangs habe ich mich auch an den jetzigen gehalten, damit er dann auch später nicht auf den Polstermöbeln aufliegt. Und hinten habe ich natürlich noch genau das gleiche gemacht und hier aber sogar den Vorhang noch mal ein Stückchen länger aufgeschrieben, damit wir einfach schön viel abdecken können später mit dem perfekten Vorhang. So, wir haben jetzt so Pi mal Daumen das ungefähr ausgerechnet. Wir brauchen ja jetzt nicht so einen ganzen Vorhang, also ich möchte nicht so einen ganzen Vorhang haben, sondern einen in zwei geteilt, den wir dann einfach zuziehen können. Denn so können wir halt einfach noch mehr Weiß quasi hier reinbringen, was wir jetzt nicht nur durchs Anstreichen erzielen wollen, sondern eben auch durch solche Textilien. Und ja, ich werde das jetzt gleich mal durchschicken und dann zum Beispiel. Ich melde mich jetzt von unserem Beifahrersitz hier wieder bei euch, denn der und der Fahrersitz werden nicht mehr lange so aussehen, denn tada, wir haben eine Lieferung bekommen. Und zwar sind das Überzüge. Und ich werde jetzt mal versuchen, gemeinsam mit euch anzubringen. Sollte ja nicht so schwer sein. Deswegen, ja, probieren wir das jetzt gleich mal aus und dann schauen wir weiter. Ich glaube, die neuen Bezüge, also vor allem in so einem hellen Ton, passen dann halt auch einfach perfekt zu dem Rest im Auto. Ihr seht ja, wir haben noch immer keine fertigen Polster und so. Das bleibt noch eine kleine Überraschung für euch. Aber die Bezüge sind da und ja, probieren wir das jetzt einfach mal. Also, so sehen die Bezüge aus. Holen wir den mal jetzt raus hier. Und dann hat der ganze Spaß auch schon begonnen und die Sitzfläche war sehr einfach, logischerweise, die ging easy cheesy drüber, aber dann, ja, dann hat es so seinen Lauf genommen, dass es irgendwie nicht mehr so gepasst hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich überlege, ob ich mir vielleicht ein YouTube-Video dazu anschauen sollte. Ich dachte, es ist einfach nur so easy going, cheesy drüber. Aber ich glaube, ich mache es irgendwie falsch. Lassen wir mal die Hand ins Stützen-Dinger da. Schauen wir uns das mal an. Und bei diesen Überzügen habe ich dann ziemlich schnell erkannt, was das tatsächliche Problem ist. Und ja, darüber kläre ich euch jetzt gleich mal auf. Ich glaube, dass das nicht die richtigen Bezüge sind. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Die hat Jonathan bestellt, nicht ich. Aber ich wüsste nicht, wie ich dieses Anschnallding da reinbekomme. Also da ist einfach keine Aussparung dafür da und ja, also selbst wenn ich das jetzt so rüberziehe, ich bleibe halt hier so stecken und kann mich ja dann nicht mehr anschnallen. Ja, ich glaube, die werde ich wieder einpacken und dann mal schon sagen, dass das irgendwie nicht klappt. Also es klappt auch nicht mit diesen Dingern hier. Es ergibt irgendwie auch keinen Sinn, dieses Loch hier, wo das ist. Ja, zu früh gefreut, ne? Zu früh gefreut. Oh mein Gott, ich habe gerade unsere neuen Bezüge fürs Wohnmobil abgeholt. Ah, ich zeige sie euch noch nicht. Das sind ja unsere alten und ich werde jetzt gleich mal nach Hause düsen. Die schön auflegen und alles. Also, wenn ich das nur ansehe, ich bin verliebt. Das ist so wunderschön. Das ist, ah,
Deswegen ganz schnell nach Hause und dann zeige ich euch, wie die ausschauen. Wow, begeistert. Ich glaube, man kann mir ziemlich gut ansehen, dass ich so happy bin mit dem Ergebnis. Es sieht einfach traumhaft schön aus. Ich bin baff, wirklich. Unglaublich tolle Arbeit. Es hat mir jetzt übrigens das Anfertigen 550 Euro gekostet. Der Stoff hat auch nochmal um die 170 gekostet. Dafür habe ich noch genug übrig, denn ich glaube, ich werde noch ein paar andere Sachen hier auch beziehen lassen. Oder selber machen, mal schauen. Aber soweit, so gut. Ich habe jetzt auch noch die Vorhänge abgegeben, beziehungsweise das Material für die Vorhänge. Und kann die mir dann in 1,5 Wochen abholen kommen. Das heißt, das zeige ich euch dann natürlich auch noch, das Ergebnis davon. Und zeige euch natürlich, wie viel es kostet hat, etc. Und dann ist das eigentlich auch schon so gut wie erledigt, was unsere Bezüge betrifft. Also das war jetzt sowieso das Wichtigste. Und das ist jetzt auch grandios geworden. Hier seht ihr mal meine Schneiderin und ihre Angestellte in Arbeit. Also wir haben diese Bezüge mitgenommen zu ihnen, damit sie das direkt vor Ort beim Wohnmobil anzeichnen können, was gemacht werden muss. Und ja, sieht soweit gut aus. Wir kommen jetzt gerade direkt von unserer Schneiderin. Ich habe hier hinten nämlich gerade schon die Vorhänge abgeholt. Die werden wir jetzt gleich gemeinsam noch ändern und montieren, aufhängen. Und ja, wir haben auch im Zuge dessen diese Überzüge, wo wir ja letztens so gestruggelt haben, also ich hier so gestruggelt habe, mal überzogener angepasst, beziehungsweise haben sie und ihre Mitarbeiterin darauf geachtet, wo man jetzt den Schnitt setzen muss, weil wir werden das einfach trotzdem machen und sie werden uns das hier perfekt anpassen, auch die Lehnen, haben die tolle Lösungen dafür gefunden. Und ja, deswegen hat sich jetzt der Upload von dem Video ein bisschen verzögert, weil wir natürlich noch warten, bis wir das jetzt haben. Und dann zeige ich euch einfach die gesamten Textilien, weil wir haben hier auch noch ein Brett, das was wir jetzt noch geändert haben. Und hier auch noch eins. War auch noch immer in diesem Look von dem hier. Und ja, wir machen jetzt mal die Vorhänge. Und als nächstes zeige ich euch dann die neuen Überzüge. Ihr habt ja auch noch gar nicht den Stoff gesehen. Wir haben hier so ein Leinenmix gewählt. Also ich habe mir den ausgesucht und ja, wir kommen jetzt mal die ganzen Fenster hier überall frisch rauf. Freue mich schon riesig drauf und dann kommt das Zeug da mal weg. Und los ging's. Also ich sag's euch, ich war einfach so happy, als ich diese Standarddinger runtergenommen habe und endlich durch unsere wunderschönen Vorhänge ersetzt habe. Und ich liebe sie jetzt einfach schon, so wie ich sie in dem Video schon sehe. Und ja, das Endergebnis ist auch hinten ganz, ganz toll geworden im Schlafbereich. Lieb's einfach, dass man jetzt auf den Seiten nochmal mehr Weiß hergezaubert hat und ja, bin happy. Ich muss mich korrigieren, das ist kein Musselin-Leinen-Mixstoff, sondern ein Viskose-Leinen-Stoff und zwar in Soft. Ich habe euch den genauen jetzt einfach mal unten verlinkt. Ich habe davon 5 Meter insgesamt gebraucht für die Vorhänge, die ich jetzt hier habe und mit dem Zurechtschneiden von der Schneiderin, das hat nochmal 80 Euro gekostet, bin ich jetzt so insgesamt auf 150 Euro gekommen für die 6 Vorhänge, was ich mega finde, also grandios. Wie gesagt, also ich bin sowieso begeistert, immer nur wenn ich es jetzt schon sehe und jetzt so aufgehängt, ein Traum. Also ich finde es richtig gut, es macht nochmal so viel her, gibt nochmal so schöne Wärme ab hier und ja, gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, als nächstes gibt es dann hoffentlich gleich die Überzüge der Fahrersitze für euch. Das zeige ich euch jetzt dann auch gleich. Aber wie gesagt, ihr findet alle Infos dazu unten in der Info. Wir sind jetzt hier gerade noch am Parkplatz, haben das hier jetzt schon mal montiert und montieren hier gerade sehr, sehr, ja, professionell dieses Teil hier, was auch wieder daher gehört. Und diese Sitzbezüge, das muss man dann noch runter hier. Und dann können wir das auch neu machen. Und die Dinger werden gerade nochmal finalisiert und perfektioniert. Also, ja. So weit, so gut. Also, ich bin gespannt, wie es dann wirklich fertig aussehen wird. Ihr bekommt es dann auf jeden Fall, sobald wir alles hier dann finish haben, gleich mal den Überblick. Weil ich liebe es so sehr. Das ganze Wohnmobil. Muah. Für den letzten Schritt müssen wir jetzt noch das hier abmontieren, damit wir die Lehne drüber bekommen und den Gurt richtig benutzen können. Und John hat jetzt alles besorgt dafür und jetzt machen wir das. Und dann ist hoffentlich fertig. Schauen wir mal, ob wir erfolgreich sind.
ist vollendet. Zumindest was die Textilien betrifft. Und ich liebe es so sehr. Schaut euch das an. Ein absoluter Traum. Ich bin auch so happy. Die Vorhänge sind jetzt da. Ich schreibe euch jetzt mal kurz dazu, wie viel das alles gekostet hat. Ich weiß nicht mehr auswendig. Vorhänge sind jetzt da und die Überzüge sind da und es ist auch überzogen und sie passen endlich. Also so eine Schneiderin zu haben, ist absolutes Gold wert. Und ja, zeige ich natürlich auch, wie viel das noch gekostet hat. Und ja, ich bin happy, ich bin zufrieden. Jetzt kommt nur noch, zwei Parts kommen wahrscheinlich noch. Einer auf alle Fälle, denn es geht hier nach hinten in die Küche und ins Bad noch. Und zwar geht es hier um Klebefliesen. Und daran, ja, werde ich mich die nächsten Tage machen. Wann das Video dann für euch online kommt, weiß ich noch nicht zu 100%. Aber ihr dürft gespannt sein, ich bin es nämlich auch. Und wenn das erledigt ist, dann ist das Wohnmobil so gut wie fertig. Und ja, hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis auch soweit. Lasst gerne einen Daumen hoch da, falls es so ist. Und für alle weiteren Fragen, ab in die Kommentare damit. Und vergisst nicht, ein gratis Abo zu hinterlassen. Ihr könnt hier kostenlos abonnieren. Just saying. Bis zum nächsten Mal.